Wunderschönen guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben zu unserer kleinen abendlichen Seance. Diejenigen, die schon bei der Reihe dabei waren, wissen, worum es geht. Es ist eine Vortragsreihe zum Thema Zeitdiagnose. In welcher Welt leben wir? Wir haben die Reihe Auf der Höhe genannt. Sie sehen hinter mir einen Jägerstand. Sagt man eigentlich in Bayern auch Jägerstand? Das weiß ich nicht, ich bin kein Jäger. Aber Bayern. Jedenfalls, das war eine Beleidigung. Jedenfalls soll uns dieser Jägerstand erinnern daran, dass es wahrscheinlich zu dem schwersten, schwierigsten gehört, überhaupt zu begreifen, in welcher Zeit Mann oder Frau eigentlich lebt. Das ist vielleicht etwas einfacher, mit zeitlichem Abstand zu überlegen, was war. Aber die Frage, was gerade ist, ist sehr, sehr schwierig. Und deshalb ist es nicht schlecht, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und dafür steht dieser Jägerstand. Wir machen diese Reihe glossarisch, also alphabetisch, und nehmen uns Schlagworte vor, von denen wir glauben, dass wir etwas über unsere Zeit erfahren können, über die Zeit, in der wir leben, und haben schon vor 3 Jahren mit dieser Reihe angefangen, damals zum Buchstaben A, wie Authentizität. Das war damals mit Dietrich Dietrichsen. Wir hatten vor einem Monat eine Veranstaltung mit Kaya Tim zum Thema Öffentlichkeit. Da ging es genauer gesagt um den digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und wir sind fleißig und machen heute weiter mit P wie Patchwork und versprechen uns in der Tat davon relativ viel, weil wir glauben, dass in der Konstruktion unserer Familien und in der Konstruktion unseres familiären Zusammenlebens wir sehr viel erfahren können über die Gesellschaft, in der wir leben. Die Familie ist ja möglicherweise geradezu ein Brennglas, in dem sich gesellschaftliche Entwicklungen im familiären Nahbereich darstellen. Angefangen von der viel beschworenen Globalisierung. Der Begriff ist ja so gebräuchlich, dass man ihn schon fast gar nicht mehr verwenden will, die zu Fernbeziehungen führt, aber ja auch zu ganz neuen Familienkonstruktionen im Nahbereich. Die Individualisierung, Familie zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern, die Reproduktionstechnologien, die Digitalisierung, der Wandel der Arbeitswelt, all das schlägt sich ja in unseren Familienkonstruktionen nieder. Und ich bin mir sicher, dass jeder hier im Publikum, so wie wir hier vorne auch, da ihre eigene Geschichte hat mit diesen neuen Familienkonstruktionen, und freuen uns auf den Austausch zum Thema Patchwork-Familien, zum Wandel der Familienkonstruktionen, und freuen uns aber ganz besonders, dass Elisabeth Beck-Gernsheim trotz Erkältung den Flug von München nach Berlin angetreten hat. Elisabeth Beck-Gernsheim ist, muss sie, glaube ich, nicht lang vorstellen, eine Soziologin, Wissenschaftlerin, die sich seit Jahrzehnten mit Familie befasst, die dazu sehr viel geschrieben hat und noch mehr nachgedacht hat. Und ich will vielleicht ganz persönlich sagen, dass, hab ihr das schon erzählt, dass mich schon ein Buch, das sie mit ihrem leider verstorbenen Mann Ulrich Beck 1990 geschrieben hat, nämlich Das ganz normale Chaos der Liebe, ich weiß nicht, die einige von Ihnen mehr erkennen es, mich damals sehr bewegt hat, weil da schon viele Fragen als junger Mensch sehr bewegt hat, weil da schon viele sehr relevante und interessante Fragen zur Liebe und Familie und Beziehungskonstruktionen gestellt wurden und auch beantwortet wurden. Und aus der jüngeren Zeit ist ebenfalls nochmal eine Koproduktion zwischen Ulrich und Elisabeth Beck zu nennen, nämlich das Buch Fernliebe von 2011, das sich sehr stark sozusagen der Familien- und Beziehungskonstruktion in der Globalisierung
zuwendet, also sowohl die berühmte Fernbeziehung über große Distanzen als auch neue Formen von Nahbeziehungen mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und sehr unterschiedlichen Herkünften. Ich bin mir sicher, dass wir dazu gleich ein bisschen was hören werden. Elisabeth Beck-Gernsheim, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ich setze mich jetzt auch einfach nach vorne auf den Stuhl und höre zu. Und wenn Frau Beck-Gernsheim ihren Vortrag vollendet hat, besteht die Möglichkeit zum Gespräch. Ich stelle vielleicht ein paar Fragen als Warm-up und Sie überlegen sich schon mal, was Sie für Fragen auf dem Herzen haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal für die sehr nette Einführung. Dann ein Wort in persönlicher Sache. Ich bitte um Nachsicht. Die Augen tränen, die Nase tropft und der Hals kratzt. Und ich hoffe, dass irgendwo noch ein bisschen Geist übrig geblieben ist. Trotzdem, ich kann es nicht garantieren, wie wir in Szene weiteren Verlauf. Ja, und dann zum Thema. Das ist ja angekündigt, dass der Vortrag unter dem Titel Stichwort Patchwork-Familien. Und da ist die übliche Assoziation, dass so die Familien, die durch Trennung und Wiederverheiratung entstehen, also meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder, so nach dem Motto. Und das ist inzwischen reichlich untersucht. Darüber ist viel geschrieben worden, viel diskutiert worden. Und es ist auch ein bisschen schon ausgelutscht, das Thema. Deswegen habe ich mir erlaubt, eine andere Variante Ihnen mitzubringen. Es kam schon als Stichwort gemischte Paare, gemischte Familien, gemischt in dem Sinn nach Herkunft, nach Nationalität, nach Religion, auch nach Hautfarbe. Das ist bislang in Deutschland noch mehr im Windschatten der öffentlichen Diskussion. Noch scheint vielen noch eine Ausnahme zu sein, so eine seltene Erscheinung. Aber wir können da feststellen, es gibt wirklich eine schnelle Zunahme im Zeitalter von Migration und Globalisierung. Und dieses Thema gemischte Familien zeigt auch symptomatisch auf wirklich typische Entwicklungen unserer Zeit. Deswegen denke ich, ist es auch für das Thema Diagnosen der Zeit so geeignet. Ja, ich fange einfach mal mit Beispielen an. Andrea kommt aus Basel, ihr Mann Latif kommt aus dem Iran oder Shalini ist Inderin, ihr Partner Markus ist Österreicher oder David ist Jude, seine Frau Renate ist protestantisch. Also das sind so typische neue Paarkonstellationen und die hat es natürlich auch schon früher gegeben, klar. Unbestritten, aber es waren damals meistens seltene Ausnahmen und sie werden zur Gegenwart immer häufiger. Es wächst also die Zahl der Paare, wo sich die Partner deutlich unterscheiden nach Hautfarbe, nach Religion, nach Nationalität, nach Kulturkreis. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ursachen, die das produziert haben, die zu diesem demografischen Wandel geführt haben. Zunächst einmal die gesellschaftlichen, politischen Rahmenbedingungen sind anders geworden. In vielen Ländern finden wir eine zunehmende soziale Mobilität über frühere harte Schranken hinweg. Und nicht zuletzt auch einen Abbau, wir finden auch einen Abbau der rechtlichen Hürden. Ich darf mal erinnern an USA, da gab es bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, ich glaube bis in die 60er Jahre, in manchen Staaten noch Verbot der Heirat zwischen Schwarzen und Weißen. Und ich darf auch noch erinnern an Deutschland, da gab es die sogenannten Nürnberger Gesetze, die die Heirat zwischen Juden und Nichtjuden und nicht nur unter Strafe stellten, sondern einfach verboten. Also das ist weggefallen, zumindest in westlichen Gesellschaften. Und naja, und hinzu kommt eben der zunehmende Globalisierungsprozess und die zunehmende geografische Mobilität. Das heißt, durch Migration, durch Flucht, durch Vertreibung und was auch immer noch sonst Sie da an Stichworten einsetzen wollen, also internationale Arbeitsteilung, internationale Wirtschaftsverflechtung und schließlich auch noch Massentourismus. Dadurch wächst die Zahl derer, die ihre Heimat- und Herkunftskultur hinter sich lassen, sei es für kurze Zeit oder für längere Zeit, die dann Ländergrenzen, Gruppengrenzen überschreiten. Das heißt, sie werden hier geboren, dort wachsen sie auf, in einem dritten Land schließlich lassen sie sich nieder und da lieben sie jemand und da heiraten sie jemand. Mit solchen Paarkonstellationen haben sich vor allem bislang befasst Psychologie, Ethnologie, dann auch Familienforschung, Familientherapie.
Und sie haben das häufig getan aus einem speziellen Blickwinkel heraus, nämlich aus dem Blickwinkel der interkulturellen Kommunikation, der interkulturellen Unterschiede. Und ich sage gleich dazu, ich habe das auch getan. Ich denke, das ist eine Perspektive, die sehr fruchtbar ist, aber sie hat auch ihre Grenzen. Also man kann damit durchaus Zugang zum Paargeschehen bei gemischten Paaren finden, aber sie müssen auch sehen, da gibt es die Grenzen. Denn wenn wir einsteigen bei der interkulturellen Kommunikation, bei den interkulturellen Unterschieden, da kann man sehr leicht auch auf Irrwege geraten. Und nämlich das Thema sehr verkürzt und zu einseitig betrachten. Grundproblem ist folgendes: Im Zeitalter von Migration und Globalisierung, wer ist denn da eigentlich noch Türke oder Deutscher oder Schwarzer? Wie türkisch sind eigentlich die Türken und wie schwarz sind die Schwarzen? Und es scheint eigentlich, darauf scheint es auf den ersten Blick sehr einfache Antworten zu geben, aber ich kann Ihnen garantieren, und das werde ich Ihnen im Laufe des Vortrags auch zeigen, die Antworten sind sehr viel komplizierter und sie werden immer komplizierter. Denn es gibt nicht nur immer mehr gemischte Paare, wir leben auch zunehmend in einer gemischten Gesellschaft. Das ist unsere Realität heute. Und daran haben auch so die Parolen nichts geändert, die da 18 Jahre lang verkündet haben, wir sind kein Einwanderungsland. Kann man lange verkünden, aber hat nicht genutzt. Unsere Gesellschaft war nie so monokulturell, wie sie sich gab in ihren offiziellen Verlautbarungen. Und sie wird immer weniger monokulturell. Deutschland ist bunter geworden und es wird noch bunter werden. Und was das für den Alltag von Paaren bedeutet, das will ich Ihnen heute aufzeigen. Ja, und als Ausgangspunkt nehme ich die Forschung, die ich tatsächlich zusammen mit meinem Mann Ulrich Beck gemacht habe. Sowohl in dem Buch Fernlebe wie auch in dem nachher in dem Forschungsschwerpunkt Kosmopolitisierung an der Uni München. Und ich will Ihnen kurz sagen, wie ich vorgehen will, was Sie erwartet heute Abend. Erstens werde ich sprechen über kulturelle Traditionen und kulturelle Unterschiede und welche Auswirkungen die haben innerhalb der Paarbeziehung. Und dann werde ich aber zweitens auf eine Gegenbewegung eingehen. Und bei der Gegenbewegung geht es darum, dass eben solche kulturellen Unterschiede zunehmend brüchig werden und dass zunehmend neue Mischformen entstehen. Das heißt also eine Vielfalt kultureller Patchworke, Patchwork-Muster und Patchwork-Verbindungen. Und um zu zeigen, was das dann konkret bedeutet, will ich dann im dritten Schritt auf die Statistiken eingehen. Kriegen Sie keinen Schreck bei dem Wort Statistiken, da sehe ich immer schon einige blass werden. Es wird nicht so schlimm werden, keine Angst. Also ich werde auf Statistiken über binationale Eheschließungen und binationale Scheidungen eingehen. Und die Frage ist dann, was sagen diese Daten und vor allem auch, was blenden die aus? Stimmt es, dass bei gemischten Paaren das Risiko von Trennung und Scheidung höher ist als bei Paaren ähnlicher Herkunft? Das ist so eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Ja, das sind die drei Schritte, mit denen ich vorgehen werde. Das ist also das Menü für heute Abend. Und wie es sich gehört, ich fange mit dem ersten Schritt an. Also ich fange an im ersten Teil mit den kulturellen Unterschieden und den Auswirkungen, die haben auf Paarbeziehungen. Also da kann man sagen, es gibt wirklich zahllose Untersuchungen, die das Gewicht kultureller Traditionen uns aufzeigen. Untersuchungen aus Soziologie, vor allem aus Anthropologie, Ethnologie, auch aus Psychologie immer wieder das Gewicht kultureller Traditionen. Und das heißt ganz schlicht, die zeigen uns, was in einer Gruppe als höflich gilt, als anständig gilt, als angemessen gilt. Das kann in einer anderen Gruppe als absolut daneben gelten, als absolut unhöflich. Und sie werden auf sehr konsternierte Gesichter treffen. Ja, und was die Sache dann noch ein bisschen schwieriger macht, solche kulturellen Gruppen, die waren früher weit auseinander und haben sich nie im Leben begegnet. Aber heute im Zeitalter von Globalisierung begegnen die sich eben immer mehr. Und dann wird's, ja, dann ist die Frage, was sind denn die Konsequenzen? Im positiven Fall sind die Konsequenzen mehr Offenheit, mehr Toleranz, mehr wechselseitiges Verständnis. Und im negativen Fall, den gibt es ja dann auch, da kommt es immer wieder zu Konflikten, ja zu kulturellen Schlachten geradezu, wo eine Gruppe mit der anderen hadert und die Missverständnisse nur so reichlich sprießen. Das sind also die Möglichkeiten.
Und ich will dafür erstmal ein Beispiel für so ein paar kulturelle Unterschiede bringen. Nehmen wir mal die nicht westlichen Gesellschaften. Da steht im Mittelpunkt oder zentral ist da die Gruppe, die Gemeinschaft. Also das übersetzt sich in Familienverbund oder Sippe. Und wenn wir jetzt die westlichen Gesellschaften angucken, dann sind die weitaus individualistischer orientiert. Das heißt, da hat die Paarbeziehung Vorrang gegenüber dem Familienverbund und dem Verwandtschaftsnetzwerk. Das sind so die Unterschiede auf der Ebene der Grundnormen und im konkreten Alltag von gemischten Paaren übersetzen die sich sehr häufig in sehr unterschiedliche Erwartungen und auch sehr unterschiedliche Pflichten in Bezug auf Familiensolidarität. Bei gemischten Paaren können daraus wirklich massive Konflikte entstehen und dazu steige ich gleich einmal mit ein paar Beispielen auch. Also, wenn Sie die verschiedenen Menschheitsgruppen nehmen auf dem Globus, dann gibt es überall elementare Normen der Familiensolidarität. Ich glaube, es gibt keine Gruppe, die das nicht hat. Familiensolidarität wird überall erwartet. Also, wenn dem eigenen Vater oder dem Bruder oder der Schwester oder der Mutter ein schreckliches Unglück passiert, dann ist ganz selbstverständlich, dass sie da helfen. Das ist die Gemeinsamkeit quer durch den Globus. Nur jenseits davon beginnen dann die Unterschiede. Und die Unterschiede beginnen damit, dass die Definitionen dessen, was Familie heißt und was Solidarität heißt, sehr, sehr weit auseinanderklaffen können. Also, fangen wir mal an mit Familie. Erste Frage ist, wer zählt denn zur Familie? Also quer durch die verschiedenen Gruppen der Welt, egal ob sie nun Katholiken nehmen oder Juden oder Skandinavier oder Afroamerikaner, überall umfasst der Begriff der Familie die eigenen Eltern. Und in allen Gruppen gilt das Gebot, dass man die Eltern im Alter unterstützt. So. Nur was das schon heißt, Unterstützung, wird dann sehr unterschiedlich gefüllt. Aber immerhin, Unterstützung der Eltern ist ein selbstverständliches Gebot. Ja, aber darüber hinaus. Wie sieht es denn da aus? Wenn es nicht um den Vater oder die Mutter geht, sondern um, sagen wir mal, den Cousin zweiten Grades oder den Bruder des Cousins zweiten Grades oder den Schwiegervater des Bruders des Cousins zweiten Grades, da wird es dann schon sehr unterschiedlich, sieht es dann aus. Und die Frage ist ja, haben die alle dann ein Recht auf Unterstützung? Und auf wie viel Unterstützung? Und genau das ist dann der Punkt, wo die Vorstellungen sehr weit auseinanderklaffen. Wenn es um Familiensolidarität geht, dann sind in westlichen Gesellschaften meist nur die allerengsten, allernächsten Familienangehörigen direkt gemeint. In nicht-westlichen Gesellschaften aber ist die Zahl der Personen, die da mitgezählt werden, sehr viel größer. Und die alle haben ein Anrecht auf Unterstützung, auf Hilfe. Ja, und dann ist die nächste Frage, wenn es nun so viele sind, die ein Recht auf Unterstützung haben, wer ist dann der Wichtigste? Wer kommt zuerst? Und auch dazu gibt es eine Vielzahl von empirischen Untersuchungen, die zeigen, dass hier westliche und nicht-westliche Gesellschaften wiederum ganz unterschiedliche Erwartungen haben und Pflichten haben. Also im Westen ist erstmal vorne dran die romantische Liebe und damit das Paar. Denen gehört die Priorität. In nicht-westlichen Gesellschaften dagegen ist mindestens ebenso wichtig die Ehrerbietung gegenüber den älteren Generationen und dass sie diese Ehrerbietung auch tatsächlich erweisen, den älteren Menschen. Und das will ich jetzt mal wirklich ganz konkret an einem Beispiel durchspielen. Das ist eine Episode aus einer gemischten Familie. Der Mann ist Inder, die Frau ist Engländerin und er erzählt nun über ihre Beziehung und zwar über die ersten Tage ihrer Ehe. Und er erzählt, hinterher hat er offensichtlich genau kapiert, was da passiert ist. Nämlich, er ist ganz selbstverständlich den kulturellen Normen gefolgt, mit denen er aufgewachsen und erzogen wurde. Und damit hat er aber eine rapide Enttäuschung bei der romantischen Erwartung seiner jungen Braut produziert. Also, was erzählt er denn nun? Unsere Hochzeit war ein großes Familienereignis mit Unmengen von Leuten. Um zum Ort des Ereignisses zu kommen, nahmen wir natürlich das große Familienauto. Und daran saßen nicht nur die Catherine und ich, also die Braut und ich, sondern auch dazu die Mutter, mein Bruder
und noch der Cousin. Dann am nächsten Morgen nach der Hochzeitsnacht, da musste ich früh aufstehen. Klar, ich musste ja meinen Cousin zum Flughafen bringen und ihn gebührend verabschieden. Dann konnte unsere Hochzeitsreise beginnen. Aber leider, sie hat sehr schnell geendet, denn meine Mutter kriegte Gesundheitsprobleme, die kriegte ein Problem am Hals. Und da mussten wir natürlich unterbrechen. Also ihm, für mich war das ganz selbstverständlich. Aber für meine Braut, für die Catherine, für die war das die tiefste Enttäuschung, die sie gleich erleben musste am Anfang der Ehe. Ja, soweit eine Episode aus dem Leben eines gemischten Paares. Und Sie können sich schon vorstellen, was so, wie sowas dann zu Enttäuschung und zu Diskussionen führt und nicht gerade die allererste und beste Verbindung des Paares produziert. Man kann nämlich daran sehen, auch wie die Gegensätze der Welt sich tatsächlich übersetzen in die Intimbeziehung des Paares hinein, direkt. Und das gilt auch für politische Spannungen, wenn da unterschiedliche Herkunftsländer, sagen wir mal Türkei und Griechenland, betroffen sind. Und da können auch eine ganze Reihe von Beziehungskonflikten entstehen, wie man sich leicht vorstellen kann. Und im schlimmsten Fall, ich rede jetzt immer wieder über den schlimmsten Fall, im schlimmsten Fall wird der Alltag des gemischten Paares, des türkisch-griechischen Paares, dann geradezu zum Schlachtfeld, wo dann die gegensätzlichen nationalen Geschichtsbilder aufeinandertreffen, die gegensätzlichen nationalen Mythen aufeinandertreffen, mit all den Auslassungen und Verzerrungen und Verkehrungen, die da immer schon eingebaut sind. Also egal, ob es um koloniale Herrschaft geht oder koloniale Ausbeutung oder die Unterdrückung von Minderheiten oder die Eroberungsfeldzüge gegenüber benachbarten Nationen, da gilt überall. Bei gemischten Paaren ist das Private politisch und das Politische ist privat. Geschichte ist gegenwärtig, ist lebendig und sie ist manchmal hochexplosiv. Und seitdem in den letzten Jahrzehnten die Zahl der gemischten Paare schnell gewachsen ist, sind solche Verbindungen zunehmend ins Blickfeld geraten. In Belletristik, da gibt es zunehmend Romane, die das wirklich schildern und sehr gut schildern, denke ich auch. Aber nicht nur da, sondern auch in der Wissenschaft, in der Politik, in den Medien. Im Kern finden wir dann immer wieder ähnliche Geschichten und ähnliche Konflikte und ähnliche Missverständnisse. Wir sehen dann Paare, die zwischen ihren verschiedenen kulturellen Traditionen hin und her navigieren und versuchen, ihren eigenen Weg zu finden. Also meinetwegen zwischen den religiösen Geboten des Islam und auf der anderen Seite den religiösen Geboten des Judentums oder zwischen mexikanischer Küche und deutscher Küche und wie viel man da jeweils würzt und wie scharf man da jeweils würzt. Oder zwischen japanischen Höflichkeitsregeln und zwischen englischen Höflichkeitsregeln, dazwischen einen Weg zu finden. Ich glaube, wir alle haben schon von solchen Geschichten gehört. Aber sie werden häufig zu einfach, zu simpel erzählt. Denn es geht immer wieder um das Gewicht der kulturellen Unterschiede. Aber es bleibt ausgeblendet, und das ist das Vereinfachende, wie diese kulturellen Trennlinien, die früher sehr hart waren, sehr festgefügt, wie die in der Gegenwart brüchig werden, was nicht heißt, dass sie einfacher werden. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Teil, zum Wandel der festgefügten kulturellen Traditionen. Und als Ausgangspunkt nehme ich dazu das Konzept des Kosmopolitismus. Ja, Kosmopolitismus, das ist erstmal so ein Wort, und ich will ganz kurz schildern, was damit gemeint ist oder was ich in diesem Kontext hier meine. Kosmopolitismus ist erstmal eine politisch-ethische Weltanschauung. Menschen, die dem angehören dieser Weltanschauung, die betrachten den ganzen Weltkreis als ihre Heimat und wollen sich bewusst abheben gegenüber Nationalismus, Patriotismus, Provinzialismus. Also man könnte Herrn Trump nicht als Kosmopoliten bezeichnen. Stattdessen werden als Kosmopoliten oft eben eine sehr kleine Gruppe, sehr exklusive Gruppe von Menschen betrachtet. Menschen, die kulturell gebildet sind, kulturell engagiert sind und meistens auch noch finanziell wohl situiert.
Das ist so die Grundhaltung, die hat, das kommt aus der Antike, der Begriff hat sich dann bis in die Philosophie der Aufklärung hineingezogen. Und in den letzten Jahrzehnten hat der Begriff nun eine Bedeutungsverschiebung bekommen, unter anderem unter dem Eindruck von schnell wachsenden Migrationsströmen, unter dem Eindruck des aufkommenden Transnationalismus und unter dem Eindruck der global verflochtenen Netzwerke. Heute ist der Begriff des Kosmopolitismus nicht mehr nur auf die politisch-philosophische Theorie bezogen, sondern erreicht zunehmend auch die Sozialwissenschaften, sprich Anthropologie, Literatur, Recht, Sozialgeschichte. Da reicht er rein. Und in diesem Kontext wird jetzt aber mehr von Kosmopolitisierung gesprochen. Das klingt erstmal so ähnlich wie Kosmopolitismus und die beiden Begriffe haben natürlich auch eine ähnliche Wurzel, aber sie meinen Unterschiedliches und man kann sie nicht einfach synonym setzen. Und das will ich jetzt gleich zeigen. Also wir haben auf der einen Seite diese politisch-philosophische Tradition, den Kosmopolitismus im normativen Sinn. Das ist eben ein philosophisches Konzept. Und zum anderen haben wir Kosmopolitisierung, damit ist kein normatives Konzept gemeint, sondern die gesellschaftliche Wirklichkeit, so wie sie hier und heute ist, das Ineinander von wir und den anderen, das unsere Gegenwart zunehmend kennzeichnet. Oder anders gesagt, beim Kosmopolitismus geht es um eine Ethik, bei der Kosmopolitisierung dagegen geht es um Fakten, nackte Fakten über das Leben im Zeitalter der Globalisierung. Ob wir nun Untersuchungen nehmen über Liebe oder Familie, wie jetzt wir das gemacht haben, mein Mann und ich, oder ob sie Untersuchungen machen über Arbeitsmarkt oder Klasse, über Nationalismus, Nationalstaat, über Klimawandel, was auch immer sonst. Worum auch immer es geht, der kosmopolitische Ansatz hat stets einen Grundgedanken und dieser Grundgedanke heißt, die früher festgefügten Trennlinien, die so richtig hart in der Landschaft stehen, die werden zunehmend brüchig. Die Trennlinien, die früher Wirtschaftsbereiche getrennt haben, Staaten getrennt haben, Kulturen getrennt haben. Stattdessen rückt nun der kosmopolitische Ansatz ins Zentrum. Die globalen Verbindungslinien, die weltweiten Wechselbeziehungen, die sich immer mehr herausbilden zwischen Menschen, Gruppen und Staaten. So, jetzt brauche ich mal. Damit ich nicht gleich abbreche, muss ich erst mal ein bisschen... Also Kosmopolitismus in diesem Sinne, Kosmopolitismus bezieht sich auf eine kleine, ziemlich elitäre Gruppe. Kosmopolitisierung dagegen bezieht sich auf eine weitaus größere Gruppe. Auf Männer und Frauen, von denen viele Opfer von globaler Gewalt, globaler Armut geworden sind, von denen manche wohlhabend sind, aber wohl die meisten arm, manche bitterarm sind, von denen einige eine akademische Ausbildung haben, aber wiederum einige und sehr viele häufig auch halbe Analphabeten sind, von denen einige auf der Flucht sind vor Verfolgung, vor Hunger und deswegen auf die Zukunft in einem anderen Land hoffen. Und wenn man Kosmopolitisierung so versteht, dann ist dann durchaus was anderes gemeint, nur als Transnationalismus oder Globalisierung. Wenn Kosmopolitisierung in diesem Sinne meint, etwas, das im Innern der Personen auch stattfindet, das die Identitäten verändert, das in die tiefen Schichten der Personen hineinreicht. Es geht eben um eine elementare Verbindung zwischen uns und den anderen, eine Art der Verknüpfung mit dem globalen anderen. Kosmopolitisierung in diesem Sinne findet an vielen Orten des alltäglichen Lebens statt und sie findet statt, egal ob wir es wollen oder nicht. Sie können sich nicht dagegen entscheiden, sagen, will ich nicht. Es findet trotzdem statt. Und das ist eine Verbindung zwischen wir und den anderen, die sich auf vielen Formen der Interaktion gründet. Zum Teil direkte Interaktion, dass sie am Arbeitsplatz mit dem Franzosen, dem Äthiopier oder dem Spanier zusammenarbeiten. Also direkte Interaktion, aber es findet auch statt durch sehr viel indirektere Formen der Interaktion. Sie kriegen das Kosmopolitisierung auch mit, und das verändert auch ihre Identität über Internet, über Fernsehen, über Filme. Und wie gesagt, die Konsequenzen reichen weit ins Innere der Person hinein. Sie reichen hinein in unsere geistige Landschaft, in unsere emotionale Landschaft.
durch Migration und natürlich auch durch globale Medien, durch weltweiten Tourismus und so weiter, werden die kulturellen Traditionen ein Stück weit ausgehöhlt und sie werden mit neuen Inhalten gefüllt. Statt der klar voneinander abgehobenen Grenzlinien finden wir zunehmend Paradoxe, manchmal Mischungsverhältnisse, also kulturelles Patchwork in den unterschiedlichsten Formen, in den unterschiedlichsten Farben. Wenn Sie in die Menschen hineingucken, in die Erwartungen der Menschen, in ihre Ziele hineingucken, in ihre Hoffnungen, in ihre Überzeugungen, dann finden Sie da drin im Innenleben immer mehr Elemente, die von unterschiedlichsten Orten stammen und von weit entfernten Orten. Und machen wir es doch mal ganz konkret. Fangen wir erstmal an mit jungen Menschen türkischer Herkunft, die in Deutschland leben. Oder sagen wir es konkret, die in Berlin leben, die hier leben. Wie sieht es in deren Innenleben aus? Ich nehme an, da sind durchaus auch ein paar Reste türkischer oder sogenannter türkischer Tradition enthalten. Darüber hinaus leben sie aber hier, das heißt, sie haben auch Schnipsel aus deutschen Traditionen mitbekommen. Dazu haben sie Schnipsel aus dem Internet, aus amerikanischen TV-Serien und globaler Popkultur. Das alles findet in ihrem Innenleben so eine Sammlung. Und wenn Sie die jungen Menschen aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft angucken, dann ist das genauso. Auch deren Einstellungen haben vielfältige Wurzeln. Sie stammen nicht nur aus der deutschen sogenannten Leitkultur, Gott sei Dank. Also egal, ob Sie nun Türken nehmen oder Deutsche nehmen oder ob Sie Italiener nehmen oder Schweizer nehmen, zunehmend finden wir eben eine Kombination, eine Mischung kultureller Elemente, ein Patchwork der verschiedensten Bestandteile. Und das mag zum Teil zueinander passen und zum Teil steht es in deutlichem Gegensatz und trotzdem ist es eben in den Menschen drin. Und diese kulturelle Vielschichtigkeit wird nun dadurch auch nochmal vielschichtiger, dass mit dem Bedeutungsverlust kultureller Grenzen oft eine Art kultureller Nostalgie einsetzt. Eine romantische Sehnsucht nach der verlorenen Vergangenheit, nach dem sogenannten Authentischen, nach dem sogenannten Unverfälschten. Und da habe ich vor kurzem ein Essay gefunden über die Stadt, in der ich lebe, wage ich ja hier gar nicht zu sagen, aber ich sage es doch, ich bin ganz mutig. Ich komme aus Bayern, ich komme aus München, was natürlich für Preußen immer eine Schreckensgestalt ist, aber... Also in dem Essay über München steht, typisch für die Stadt ist, Dinge zu pflegen, die vergangen sind. Gemütlichkeit zum Beispiel oder dem bayerischen Dialekt. Das liegt daran, dass es den Münchner fast nicht mehr gibt. Er besteht heute aus 2/3 Nicht-Münchner. Und es könnte sein, dass es in Berlin ähnlich ist. Ja, Augenblick. Das Ganze wird dann nochmal dadurch komplizierter, dass die kulturelle Ausstattung eines Menschen nicht vererbt wird über die Gene, sondern sie wird sozial erworben über ihre Erfahrungen, die sie machen, über Ereignisse, die sie erleben, über Personen, mit denen sie zusammen sind. Also über sowas. Und das heißt dann aber auch, wenn es nicht über die Gene geht, über die türkischen Gene, die spanischen Gene oder was auch immer, die es sowieso nicht gibt, sondern über soziale Verläufe, dass innerhalb der ein und derselben Familie ganz Personen mit ganz unterschiedlicher Mentalität leben können. Also da kann es zum Beispiel so sein, dass der Vater streng fundamentalistisch ist. Die Mutter, naja, so halb religiös und halb säkular, sie weiß nicht so genau. Die Tochter hat eine Stinkwut auf alles, was patriarchalisch ist und religiös ist und nie will sie damit was zu tun haben. Und ihr Bruder ist im Westen geboren, aber hat eine Stinkwut auf alles, was Westen ist. Also das kann sich in ganz unterschiedliche Richtungen innerhalb derselben Familie entwickeln. Und alle haben so das Etikett drauf, sagen wir mal türkisch oder was auch immer. Ja. Und hinzu kommt dann noch, und das macht dann die Geschichte noch mal komplizierter, dass der kulturelle Bezugsrahmen einer Person nicht ein für alle Mal feststeht, also vom Zeitalter 0 Jahre bis zum Zeitalter 93, sondern der kulturelle Bezugsrahmen verändert sich im Laufe der Zeit. Und kulturelle Elemente, die in ihren Jugendjahren vielleicht für sie ganz wichtig waren, die kommen dann in den Hintergrund und andere schieben sich in den Vordergrund. Und werden viel wichtiger, viel bedeutsamer für sie. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu und man kann zeigen, dass es sehr häufig bestimmte biografische Elemente,
bestimmte biografische Ereignisse sind, wie Geburt des ersten Kindes oder Tod des Vaters, Tod der Mutter, die da sowas triggern, auslösen, was ich mal biografische Wende genannt habe. Also das heißt dann eine Erinnerung an die eigenen Wurzeln, die über Jahrzehnte fast vergessen waren, und die Sehnsucht nach diesen Wurzeln und der Versuch, diese Wurzeln wiederzubeleben. Ja, und wenn das passiert, oh je, dann geht's los. Wenn jemand, der in einer gemischten Beziehung lebt, diese Phase durchlebt, dann wie sieht das denn aus für den sogenannten einheimischen Partner oder die einheimische Partnerin? Also der oder die ist meist, konnte das überhaupt nicht voraussehen, die wird getroffen wie aus Blitz, aus heiterem Himmel. Der einheimische Partner versteht dann die Welt nicht mehr und fühlt sich irritiert und provoziert. Ist das der Mann oder die Frau, mit der ich 20 Jahre zusammengelebt habe? Ist das dieselbe Person, die so integriert erschien, so eingepasst in unsere hiesigen Umgangsformen, unsere hiesigen Sitten? Und jetzt auf einmal will sie den ganzen Tag lang jüdische Lieder hören oder afroamerikanische Romane lesen oder nur noch mexikanische Gerichte essen? Was ist hier eigentlich los? Ja, und das alles heißt zusammengenommen, im Zeitalter von Migration, von Globalisierung, kann man zu völlig falschen Annahmen kommen, wenn man Menschen sortiert nach Etiketten wie Franzose, Muslim, Japaner oder wie auch immer. Denn solche einfachen Kategorien lassen uns ja annehmen, da gäbe es sowas wie Dauerhaftigkeit, Geschlossenheit, eine innere Übereinstimmung. In Wirklichkeit finden wir aber was ganz anderes. Wir finden nämlich Offenheit, wir finden Bewegung und wir finden vor allem eine ziemlich wilde Mischung, eine ziemlich ungeordnete Mischung, unterschiedlichste Elemente. Ja, und je weiter so diese Auflösung vorgegebener, festgefügter kultureller Traditionen und Einheiten voranschreitet, desto mehr verlieren dann die traditionellen Etiketten und Bezeichnungen ihre Bedeutung, also Etikette wie Deutsch oder Polnisch oder Britisch. Und es wird wahrscheinlich immer wieder Versuche geben, die wiederzubeleben und solche Etikette wiederzubeleben oder gar zu feiern und neu zu erfinden. Aber das ändert eben nichts daran, dass sie zunehmend anachronistisch werden, jedenfalls zum guten Teil. Und diese Erosion dieser etablierten Kategorien, das genau macht den Kern dessen aus, was wir Kosmopolitisierung nennen. Ja, also ich habe bisher gesprochen über das Gewicht kultureller Traditionen, dann habe ich gesprochen, wie diese kulturellen Elemente zwar weiter bestehen, aber nicht mehr so festgefügt sind wie früher. Und jetzt im letzten Teil werde ich über praktische Konsequenzen sprechen, die sich daraus ergeben. Und dafür werde ich, das habe ich ja schon angekündigt, auf Statistiken eingehen. Statistiken über binationale Eheschließung, binationale Scheidung. Also ich habe in den letzten Jahren immer wieder Vorträge gehalten, Seminare gehalten über binationale, gemischte Paare. Und da kam immer wieder dieselbe Frage, eine ähnliche Frage auf, nämlich, wie ist denn das? Welche Auswirkungen haben eigentlich kulturelle Unterschiede? Wie gefährlich sind sie für die Beziehung? Und lässt sich bei gemischten Paaren ein höheres Risiko von Trennung, von Scheidung feststellen? Das sind so die Fragen, die dann typischerweise im Raum stehen, die ich schon vorausberechnen kann sozusagen. Ja, und wie lautet die Antwort? Um darauf eine Antwort zu finden, ist es naheliegend, die Scheidungsdaten anzugucken. Und für Deutschland gibt es zum Beispiel sehr detaillierte Scheidungszahlen vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Die haben Daten über Eheschließung, über Scheidungen und das alles aufgeschlüsselt nach Jahren, nach Regionen und nach sonst was. Und auch noch nach Nationalität. Und diese Daten basieren, das sagen Vertreter des Statistischen Bundesamts, ich habe mich da mal mit ihnen unterhalten, die sagen, wir haben ein vollständiges Verzeichnis aller Eheschließungen, die auf einem deutschen Standesamt vollzogen wurden. Vollständiges Verzeichnis, das klingt natürlich erstmal toll. Sie haben alles. Das ist die offizielle Angabe des Statistischen Bundesamts. Und daraus kann man, wenn das so ist, dann kann man daraus ja sehr leicht die jeweiligen Scheidungszahlen von deutsch-deutschen und Paaren berechnen und die von deutsch-ausländischen Paaren. Und dann kann man die Frage beantworten, ob nun diese binationalen Paare eine höhere Scheidungsrisiko haben. Ja, das ist ja die naheliegende Antwort.
Aber ich kann Ihnen gleich sagen, da stimmt was nicht dran. Denn es gibt ein Problem. Und das Problem ist, wir wissen nicht, wie viele Paare wir bei dieser Rechnung draußen gelassen haben, wie viele wir gar nicht gesehen haben. Denn das vollständige Verzeichnis des Statistischen Bundesamts Wiesbaden ist nicht vollständig genug für unsere Zwecke. Klar, die meisten Paare, die in Deutschland leben, gehen, wenn sie heiraten wollen, auf ein deutsches Standesamt. Die werden erfasst. Aber einige tun es auch nicht, und das in zunehmender Zahl. Einige sagen, na, wir wollen es besonders schön haben, wir gehen also auf ein Edelschloss in Österreich. Oder andere sagen, wir wollen weit weg von der Familie, wir gehen auf eine exotische karibische Insel und schließen da unsere Ehe. Aber das sind natürlich dann keine deutschen Standesämter, und also sind diese Paare nicht in der Statistik enthalten. Und darüber hinaus gilt auch, dass gemischte Paare, die in Deutschland heiraten wollen, dafür nicht unbedingt auf ein deutsches Standesamt gehen müssen. Die können zum Beispiel auch auf das Konsulat des ausländischen Partners gehen, also ein deutsch-türkisches Paar kann auf türkisches Konsulat gehen und da heiraten. Oder sie können auch sagen, na, wir fahren in das Herkunftsland des ausländischen Partners, meinetwegen in die Türkei oder nach Griechenland, wo auch immer, und feiern da mit der großen Familie zusammen. Das alles kann passieren. Und dann kommt auch noch hinzu, dass es einige Länder gibt, und dazu zählen zum Beispiel USA und dazu zählt auch Deutschland, die dann, wenn es um gemischte Paare geht, einen unglaublichen Aufwand in Bürokratie und Formularen und Fragen auf sie losschießen. Und das kann unter Umständen wirklich Jahre dauern, bis sie alle Papiere zusammenkriegen, weil nun nicht überall auf der Welt die Welt so geordnet ist, wie sie in Deutschland ist. Nicht überall finden Sie einfach ein vollständiges Verzeichnis von Geburtsurkunden und Elternurkunden und was auch immer sonst. Und dann wird es dann eben sehr schwierig. Und da können Sie als gemischtes Paar endlos warten. Und dann sagen einige, na, wir kürzen das ab, wir fahren in ein Drittland, wir bleiben da ein paar Tage und lassen dort unsere Eheschließung registrieren. Gut. Also auf den Kern zusammengefasst, nationale Statistiken sind implizit zugeschnitten auf die immobile Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der die meisten Menschen lebenslang in derselben Gegend bleiben. Das heißt, sie werden in einem Dorf, in einer Region geboren, sie heiraten da und sie werden da schließlich auch begraben. Ja, das ist so das implizite Hintergrundbild, aber das trifft halt immer weniger zu. Immer mehr Menschen sind in Bewegung. Sie überschreiten Grenzen und sie leben in mehreren Gesellschaften zugleich. So viel zu den Eheschließungen, und ich sage es abgekürzt, ähnlich eingeschränkt ist auch der Aussagewert der Scheidungsdaten. Denn die Statistiken, die das Statistische Bundesamt Wiesbaden rausgibt, beruhen auf einem Verzeichnis der Scheidungen, die in Deutschland vollzogen werden. Aber Sie können schon ahnen, Menschen, die sind auch hier, was es Scheidungen angeht, zunehmend in Bewegung. Das heißt, sie gehen über Grenzen, sie lassen sich nieder in Alaska, in Mexiko, oder was auch immer sonst, oder wo auch immer sonst, aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es für Karrierezwecke oder so, weil sie in ihr Heimatland zurückkehren wollen, oder einer Vielzahl anderer Gründe. Und indem sie das tun, verlassen sie eben den Erfassungsbereich der deutschen Statistik. Und wenn dann eines Tages ihre Ehe in die Brüche gehen sollte, dann wird eben diese Ehe nicht und diese Scheidung nicht im Verzeichnis der deutschen Statistik auftauchen. Das ist eine logische Folge. Und dann kommt noch hinzu, dass solche Statistiken immer basieren auf Entweder-Oder-Kategorien. Das heißt, die Menschen werden sortiert als Schwarz oder Weiß, als Griechen oder als Deutsche. Aber damit bleibt wieder ein wichtiger Teil der modernen Gesellschaft ausgeblendet. Nämlich die Kinder, die aus gemischten Verbindungen stammen. So, nehmen Sie doch mal Obama. Obama gilt immer als der erste schwarze Präsident der USA. Ha, sage ich immer nur, ha. Klar, sein Vater war schwarz, aber seine Mutter war Deutsche. Warum wird er jetzt sortiert als schwarzer Präsident? Ja, aber sie war weiße. Ah, Entschuldigung, nein, da habe ich mich verplappert. Danke für den Hinweis. Nee, sie war natürlich nicht deutsch. Sie war Amerikanerin, aber sie war weiß. Und das, warum ist er also ein schwarzer Präsident? Und warum ist er und Michelle Teil eines schwarzen Powerpaars?
Wenn er eine weiße Frau geheiratet hätte, wäre er dann Teil eines weißen Powerpaars gewesen? Und was ist mit ihren Töchtern? Also Sie sehen schon, wenn es um diese Menschen geht, was heißt dann eigentlich monokulturell, was heißt bikulturell, was heißt schwarz, was heißt weiß, was heißt französisch, was heißt deutsch? Nehmen Sie doch mal, das ist ein Beispiel aus meiner Familie, jemand, der aus einer gemischt südafrikanisch-schweizerisch-italienischen Familie stammt. Und der hat dann geheiratet einen Schweizerin. Ist nun ihre Verbindung monokulturell, weil beide Schweizer Elemente haben? Oder ist sie bikulturell, weil er ja noch aus südafrikanisch ist und italienisch ist und auch drei Pässe hat? Jetzt können Sie sagen, naja, das ist ja so ein Nebenproblem, so ein kleines elitäres Nebenproblem. Ist aber nicht so. In vielen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, gehören Menschen gemischter Herkunft inzwischen zu einer der am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen überhaupt. Also nicht sagen, das ist eine Nebengruppe. Da liegen Sie nicht richtig. Jetzt können Sie natürlich wieder sagen, na gut, dann müssen wir eben für diese Personen eine neue Kategorie einführen. Haben Sie zum Beispiel in den USA gemacht, da haben die eingeführt, die Kategorie Mixed Race. Ja, bloß damit haben Sie das Problem wieder nicht gelöst. Denn bei so einer Kategorie werden dann die unterschiedlichsten biografischen Herkünfte ganz munter in einen Topf zusammengesteckt, egal ob sie zusammenpassen oder nicht. Also da steckt dann im selben Topf ein Mann, dessen Vater Nigerianer ist und dessen Mutter aus Baden-Baden stammt. Oder eine Frau, die väterlicherseits aus einer Hindu-Familie stammt und mütterlicherseits aus einer orthodox-jüdischen Familie. Ja, Sie können sich vorstellen, dass das ganz unterschiedliche Gruppen und Erfahrungen, biografische Erfahrungen sind. Aber sie stecken jetzt alle in dem einen Topf und da haben wir draufgeklebt, Mixed Race. Das kann also auch nicht das Wahre sein. Ja, und dann gibt es schließlich noch ein letztes, weiteres Problem. Wenn wir darüber diskutieren, welchen Einfluss kulturelle Unterschiede auf die Scheidungsraten haben, da haben wir ihn danach gefragt. Und wenn wir dabei kulturelle Unterschiede gleichsetzen mit nationalen Zugehörigkeiten, dann gehen wir ja implizit wieder aus von einer engen Beziehung zwischen der Nationalität einer Person und sozusagen ihrem kulturellen Habitus. Aber in Zeiten schnell zunehmender Kosmopolitisierung löst sich eben gerade diese Verbindung auf. Früher, nehmen wir also vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, gab es tatsächlich einen engen Zusammenhang zwischen dem Geburtsort einer Person und Merkmalen wie Nationalität, Sprache, kulturelle Orientierung. Aber je mehr nun Mobilität zunimmt, je mehr Migration zunimmt, desto schwächer wird dieser Zusammenhang. Und wir finden zunehmend Kombinationen von Tradition, von Kultur und so weiter, die eben nicht hineinpassen in unsere erwartbaren Kategorien, unsere erwartbaren Etikettierungen. Wir finden stattdessen neuartige Kombinationen, die sind bunt, die sind ungezähmt, die sind durcheinander gewürfelt, die sind gepunktet, gestreift und sonst noch was alles, kariert meinetwegen. Nehmen Sie als Beispiel einen Mann, der hat einen deutschen Pass. Ja gut, hat einen deutschen Pass, aber was ist damit mit dem? Er kann in Deutschland geboren sein, aber auch sonst wo auf der Welt, auch in New York oder Tel Aviv. Er kann in Berlin leben oder er kann auch in Rom leben. Er kann Deutsch als Muttersprache haben, er kann aber auch Japanisch als Muttersprache haben. Er kann mit ihnen deutsche Weihnachtslieder singen oder keine Ahnung von deutschen Weihnachtsliedern haben und stattdessen arabische Melodien vorsingen, von denen sie wiederum keine Ahnung haben. Ja, also ist es. Das heißt, die scheinbar so einfache Frage, haben binationale Paare ein höheres Scheidungsrisiko? Damit sind wir ja ausgegangen. Diese Frage kann nicht auf der Grundlage nationaler Statistiken beantwortet werden. Denn nationale Statistiken beruhen implizit auf einer Annahme von Stabilität, von Immobilität, von festen Kategorien, eindeutigen Kategorien, binären Kategorien, entweder oder. Aber das ist halt eben leider nicht der Stoff, aus dem moderne Gesellschaften gemacht sind. Mit den nationalen Statistiken können wir sie genau diese neue Realität nicht erfassen. Nationale Statistiken sind nicht zugeschnitten auf Personen, die sich zwischen den Kategorien, zwischen den Ländern, zwischen den Kulturkreisen bewegen. Das ist einfach nicht in ihnen drin. Und sie können eben damit das Hin und Her der Menschen und ihrer Bewegung und der transnationalen Lebensform nicht fassbar machen. So, ich komme gleich zum Schluss, aber ich brauche vorher noch ein bisschen Wasser. Upsala, glaube ich. Bevor mir alles aus der Hand fällt. Darf ich es mal lieber? Ja. Ja, wunderbar. Sie haben meine Not erkannt.
Und ich brauche erst nochmal das. Ich habe gesagt, ich komme zum Schluss. Und zum Schluss will ich ganz kurz auf zwei Missverständnisse eingehen, die das öffentliche Bild von gemischten Paaren immer wieder prägen. Und deswegen werde ich darauf eingehen hier. Erste Missverständnis ist, wenn Paare gemischter Herkunft Probleme, Beziehungsprobleme haben, dann gibt es oft eine Schnelldiagnose und die lautet, aha, da sieht man es ja, gemischtes Paar, also kulturelle Unterschiede, also daran liegt es. Dabei wird dann aber leicht übersehen, dass das Leben solcher Paare aus weitaus mehr besteht als aus kulturellen Unterschieden allein. Viele gemischte Paare haben immer wieder zu kämpfen mit Vorurteilen von der Umwelt, mit Diskriminierung, mit Ablehnung von außen. Ob das nun offen ist, ob das versteckt ist, ob das in der eigenen Familie ist oder am Arbeitsplatz von Nachbarn oder auch von Seiten der Behörden und der Bürokratie. Also das sind, die haben nicht nur innere Probleme, die, wenn sie welche haben, sondern die haben auch ganz massive Probleme, die von außen auf sie einkommen. Und hinzu kommt, dass derjenige Partner, der ausländisch ist, nicht selten schwere Traumata hinter sich hat. Also von Hunger und politischer Verfolgung bis hin zu Folter, bis hin zu Vergewaltigung. Und das heißt, wir müssen sehr genau hinschauen, ob die Probleme solcher Paare, wenn sie denn Probleme haben, ob die nun zurückzuführen sind auf kulturelle Unterschiede oder ob die auf eine ganz andere Dimension von Erfahrungen und Ereignissen zurückzuführen sind. Und nicht einfach sagen, aha, wir wissen es ja, es liegt an den kulturellen Unterschieden. Das war das erste Missverständnis. Und das zweite Missverständnis lautet, dass wir viele Informationen über gemischte Paare aus dem Bereich der Familientherapie haben. So, was ist Familientherapie? Zur Familientherapie kommen diejenigen Paare, die Probleme haben. Sonst gehen sie nicht zur, und so, sonst suchen sie keinen Rat und keine Unterstützung, keine Hilfe. Aber damit kommt ein sehr enger, sehr einseitiger, sehr verzerrter Blickwinkel zustande, denn draußen bleiben all diejenigen bikulturellen Paare, die eben nicht zur Familientherapie kommen, weil sie keine Probleme haben und keine Unterstützung suchen. Und dabei könnten genau diese Paare, die nicht zur Familientherapie kommen, uns ganz andere Seiten zeigen. Sie können zeigen, dass kulturelle Unterschiede nicht nur eine Quelle von Missverständnissen sind, von Konflikten sind, wie es ja immer wieder betont wird, sondern genau umgekehrt, dass sie solche kulturellen Unterschiede auch eine Beziehung lebendig halten, ihr Farbe, ihr Besonderheit geben. Deswegen bringe ich zum Abschluss schließlich noch einen Ausschnitt aus einem Interview, wieder mit einem gemischten Paar. Bei dem gemischten Paar ist, sie ist Amerikanerin, er ist Schweizer. Sie sagt, eine bikulturelle Ehe, Zitat, beschert die schlimmsten Überraschungen, aha, aber auch die schönsten Ereignisse, Erlebnisse. Es passiert nie das, was man erwarten könnte, sondern ausgerechnet das, was man sich nie hätte träumen lassen. Und dann ihr Mann, ihr Partner, der Schweizer, beschreibt es so, wieder Zitat, diese Art von Ehe bringt Luft und Licht in den grauen Alltag. Sie schafft Weite und ich kann damit besser atmen. Ohne eine solche Ehe würde ich in meiner Kultur mich gefangen fühlen. So, das war mein Schlusswort. Ich danke Ihnen. Ja, liebe Frau Beck-Gernsheim, vielen herzlichen Dank für diese etwas andere Perspektive auf die Familienkonstellation, die jetzt mal weniger von den Kindern herkommt, sondern oder von den geschlechtlichen Beziehungen, sondern von der kulturellen Differenz und von der Globalisierung. Ich will gar nicht viel fragen, Sie haben sich sicher auch schon Fragen überlegt, aber eine Frage würde ich doch mal noch mal vorneweg stellen. Ich habe gemerkt, dass ich etwas am Seufzen war, als Sie gemeint haben, naja, es gibt immer wieder Versuche, sozusagen diese kosmopolitische Entwicklung zu stoppen zu bremsen, aber das sei ja irreal gegenüber der tatsächlichen Entwicklung. Ja. Ja. Jetzt ist es ja doch aber so, dass wir jetzt gerade eigentlich genau dieses erleben. Ja. Und zwar in einem sehr tiefen Sinn, ja. Nämlich dass wir das Gefühl haben, oder zumindest kommt es mir so vor, dass relativ viele Menschen sagen, mir ist es zu bunt,
Ja. Mir ist es zu kompliziert. Mir ist es auch zu schnell und zu Unvorhersehbarkeit. Ja. Und ich brauche eigentlich wieder, ich versuche das nur mal wiederzugeben, irgendwie einen Ort in der Welt und eine Sicherheit. Ja. So, was, das wollte ich unbedingt einfach mal fragen, jetzt gerade auch mit Blick auf Familie und so weiter. Was würden Sie denen, die dieses Unbehagen in der Moderne formulieren oder dieses Sicherheitsbedürfnis formulierenden sagen? Also ich würde erstmal Ihnen sagen, das ist eine Bestätigung meiner Diagnose, denn die Leute finden das ja bedrohlich und sie finden ja was bedrohlich, was stattfindet. Wenn da nur ganz wenig am Rande wäre, würden sie es ja nicht bedrohlich finden. Aber gerade weil es auf sie zurollt, sagen sie, das will ich nicht. Das ist mir zu schnell, wie Sie gerade sagten. Aber Sie haben ja nicht gesagt, das sei bedrohlich. Sie sagen, ich habe es nicht gesagt, nee, aber die Menschen, von denen Sie gerade sprachen, die finden das bedrohlich und das heißt ja, es findet statt. Sie sehen das auf sie zukommen und sie wollen es nicht. Sie wollen es nicht. Genau. Ja. Und was sagen wir denen, wenn Sie sagen, das ist eh unaufhaltsam und das liegt sozusagen in der Natur der Entwicklung und außerdem hat es auch viele positive Seiten, aber was... Sie finden sich bedroht durch vielerlei Entwicklungen der modernen Gesellschaft, nicht nur, es lösen sich ja viele Sicherheiten auf, nicht nur die der kulturellen Unterschiede, sondern sie fühlen sich ja auch bedroht vom Klimawandel, von den finanziellen Seiten, von Arbeitsplatzverlust, das sehen sie ja auch auf sich zurollen durch Globalisierung, von all diesen Dingen fühlen sie sich ja bedroht und da müssen wir neue Sicherheiten finden. Aber bleiben wir bei der Familie. Wie könnte denn so eine Sicherheit, also was könnte denn da Sicherheit in dem kosmopolitischen Bild, das Sie zeichnen, heißen? Worin könnten denn diese Sicherheiten bestehen? Also ich glaube, das ist nicht die Antwort, die ich jetzt alleine als kluge Frau von Sozialwissenschaften geben sollte, sondern das muss eine Gesellschaft insgesamt überlegen, wo da neue Sicherheiten entwickelt werden können. Das ist richtig, nur dafür machen wir solche Veranstaltungen, dass wir so ein bisschen darüber nachdenken. Ja, Sie machen aber Ihre solche Veranstaltungen erstmal auch um die Diagnosen zurzeit, heißt es, glaube ich. Nicht schon die politischen Antworten. Die müssen wir ja auf der Basis der Diagnosen erstmal finden. Sie müssen erstmal finden, wovon finden die Menschen sich so bedroht und warum fühlen sie sich so bedroht. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, so, wie gehen wir jetzt damit um? Können wir damit umgehen? Kann man da neue Sicherheiten finden? Wo kann man neue Sicherheiten finden? Auf welchen Ebenen? Vielleicht kann man auf der einen Ebene, von wo sie sich bedroht fühlen, bei Klimawandel eine Sicherheit finden, auf der anderen nicht oder... Aber erstmal geht es ja um die Diagnose. Das ist in Ordnung. Ich dachte nur, deswegen wollte ich mal weiterfragen, jetzt nachdem wir die Diagnose gehört haben. Und zwar jetzt speziell mit Blick auf diese Familienkonstellation. Ja, wir müssen... Welche Sicherheitsversprechen kann man denn noch abgeben oder welche neuen Formen von Sicherheit könnte man denn behaupten und wo müsste man vielleicht sagen, da... muss man sozusagen mit dem Wandel leben? Ich sage es mal umgekehrt, wir haben ja auch schon gelernt, ein Stück weit mit dem Wandel zu leben. Wenn Sie zurückschauen, vor 100 Jahren, da waren Mischehen, also Ende des 19. Jahrhunderts genauer, Mischehen, was ganz gefährlich ist, und Mischehen waren damals die protestantisch-katholischen Ehen. Und da waren die Pfarrer auf beiden Seiten, die Katholiken und die evangelischen Pfarrer, in einem sich einig. Sie wetterten dagegen wie sonst was, predigten das Übel aller Übel, und haben prophezeit den jeweiligen Paaren, dass damit also der Blitz ihr Haus treffen würde, ihr Mann würde vom Pferd getroffen, ihre Kinder werden durch Krankheit dahinsiechen, was auch immer. Also an protestantisch-katholischen Ehen haben wir uns längst, da ist, glaube ich, wenn ich in den letzten Dörfern, da gibt es natürlich noch ein paar letzte Dörfer, aber davon abgesehen haben wir uns daran gewöhnt. Das ist, schwieriger wird es dann bei den muslimisch-protestantischen Ehen, aber das wäre ja dann die nächste Stufe. Wir haben uns an vieles schon gewöhnt. Und wenn ich daran erinnere, davon ist die Welt auch nicht untergegangen, das muss ich jetzt nur versuchen, das Zitat genau hinzukriegen. 1947 oder 49 hat ein Abgeordneter der Bayernpartei im bayerischen Parlament gesagt, und wenn so ein bayerischer Bauernsohn so eine blonde Norddeutsche heiratet, so ist das Blutschande.
daran. Ja, ich kenne das, ich habe es gerade. Ja. Aber ich wollte nur sagen, es bleibt ja auch so, über sowas ist ja die Gesellschaft auch hinweggegangen. Die sind ja trotz aller Blutschande, kratzt es nicht keinen mehr, glaube ich, in Bayern. Ich war gerade auf einer Hochzeit von einem Berliner und einer Allgäuerin, wo der Schwiegervater um die 50 nicht von Blutschande sprach, aber Ähnliches meinte? Aber Ähnliches meinte, genau. Also das scheint es noch zu geben. Aus dem er war aber aus dem Allgäu. Ja, ein Dorf aus dem Allgäu. Mhm. Die Dörfer sperben aus, das wissen wir doch. Ja, ja, aber Frage war ja eher, dass man ja sagen könnte, es gibt gerade einen gewissen Rollback. Ja, das ist richtig. Es gibt eine gewisse Konjunktur dessen, von dem wir glaubten, dass es eigentlich überwunden sei. Und dann kam Trump. So. Und dann kam Brexit. Ja, ja, das setzt ja schon früher an. Ich meine, Sarrazin schreibt ja Bestseller zu diesen Fragen und so weiter. Aber es setzt früher an, aber denken Sie dran, auch Kohl hat mit seiner Parole, die immerhin, er war 18 Jahre in der Regierung, wir sind kein Einwanderungsland, hat er sich auch nicht durchgesetzt. Ja, stimmt. Ja, türkische Schwiegertöchter, wenn ich mich recht erinnere. Tja, Pech gehabt. Es kann jedem passieren, das ist die Antwort. Es kann jedem passieren. Gut. Ja, ich wehre mich auch ein bisschen dagegen, dass man den Sozialwissenschaftlern immer gleich abfordert, dass sie die Lösung für alle Fragen haben. Ich sehe meine Aufgabe erstmal drin, die Fragen zu kennzeichnen. Das ehrt sie. Ich dachte auch vielleicht noch gar nicht so sehr an politische Lösungen, sondern die Frage, die man ja vielleicht mal stellen könnte, ist, was sind eigentlich Umgangsweisen, Praktiken, die sozusagen in so eine fluide Situation vielleicht dann wieder neue Formen auch von einer gewissen Sicherheit oder so einem interkulturellen Verständnis erzeugen. Ja. Was war das für eine Eheschließung von einer Hochzeit, bei der Sie gerade waren, Allgäuer und? Ja, das war... Nee, sagen Sie es erst noch. Das war ein Hamburger, muss man genau sagen. Gut, aber aus der Allgäuer Sicht ist der Hamburger auch ein Saupreis. Ja, klar, ist klar. Also meine Antwort würde lauten, bringen Sie mal den Allgäuer Schwiegervater für eine Weile nach Hamburg. Er soll da ein paar Mal das junge Paar... Nee, ich meine, ernsthaft. Sie müssen die Familien zusammenbringen. Wenn Sie jetzt praktische Konsequenzen wollen, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben und auch innerhalb der Paare, als die anderen wirklich zu erfahren. Bei einem deutsch-chinesischen oder deutsch-französischen Paar. Die erste Regel lautet meiner Ansicht nach immer, lernt die Sprache des anderen. Wenn ihr meint, ihr könntet ohne Polnisch durch eure deutsch-polnische Ehe hindurchkommen, dann habt ihr euch ziemlich wahrscheinlich geirrt. Denn ihr kriegt nie mit, was da eigentlich stattfindet. Ihr bleibt immer außen vor. Also versucht euch in den Kontext des anderen, in seine Herkunftsgeschichte, seine Herkunftskultur reinzukommen, zu verstehen, was da läuft. Wovon er betroffen ist, wovon er Sehnsucht hat, was ihn für ihn demütigend oder verletzend ist. Und das könnt ihr nur, wenn ihr die Sprache auch versteht. Also wenn Sie jetzt eine konkrete Frage, konkrete Antwort haben wollen. Sehr gut, hier ist eine erste Wortmeldung. Moment, wir haben ein Mikrofon. Ja, ich fand es sehr interessant, hatte aber den Titel ein bisschen anders verstanden und auch so den Eingangstext, dass es nämlich stärker noch darum gehen sollte, dass das Leitbild der lebenslangen Liebesbeziehung, die es durchzustehen gilt, einfach nicht mehr so existiert. Ja. So. Ja. Und dass von daher so dieser rasche Wechsel oder der immer wieder neue Familienkonfigurationen, dass das noch ein bisschen mehr im Fokus stünde. Ja. Da würde ich gerne noch von Ihnen ein bisschen was hören. Das ist das übliche... ich bin ja da, eigentlich brauche ich kein Mikro. Das ist ja das übliche Verständnis von Patchwork-Familien und da habe ich mich ein bisschen dagegen gewehrt, dass nochmal, ich dachte, das ist ein bisschen abgelutscht und sehr viel diskutiert schon und sehr viel erforscht. Im Vergleich dazu sind diese Formen von Patchwork, die ich jetzt dargestellt habe, die auch grün, blau und sonst was sind und auch ein Patchwork bilden, eben noch gerade in Deutschland noch sehr viel weniger in Diskussion. Es ist anders, ob es in den USA ist, anders in Großbritannien. Da gibt es eine große Diskussion drüber. Und davon erfahre ich auch viel über neuere Forschungsergebnisse. Das ist aber in Deutschland noch weniger und darum dachte ich, das ist die neue Variante vom Thema und ich würde Ihnen gerne lieber die neue bringen als die alte. Das war der Hintergrund meiner
meiner Themenwahl. Aber das, Sie haben völlig recht, natürlich gibt es. Das heißt, das heißt ja nicht, dass es diese Variante, von der Sie gerade gesprochen haben, nicht mehr gibt, sondern ich wollte einfach mal auf neuere Varianten eingehen. Ich bin immer interessiert am Neuen. Trotzdem bleibt da ja, wenn wir Sie schon gerade da haben, auch nochmal ein interessanter Aspekt dieser Frage von den neuen Wahlfreiheiten und den neuen Familienvarianten und diesem Konservatismus, der das ja irgendwie alles wieder in Frage stellt, ja, und sich daran abarbeitet. Nicht nur der Konservatismus stellt das in Frage. Heute Morgen, habe ich Ihnen erzählt, sprach ich mit einer jungen Frau, die ich ein bisschen kenne, Italienerin, und ich habe sie 2 Jahre nicht mehr gesehen, und ich fragte so vorsichtig, wie es denn mit ihrem Freund stehe. Den Freund gibt es nicht mehr, also es gibt ihn schon noch, aber die Beziehung ist aus. Und sie sagte dann, ja, es sei eben so schwierig heute. Sie sagte wörtlich, die Tyrannei, the tyranny of choice, die Tyrannei der Wahl. Davon fühlt sie sich bedroht. Und sie sagte auch, in meiner Generation wissen sie ja nie, ob nicht, denken sie immer, um die nächste Ecke könnte schon ein besserer stehen. Also soll ich wirklich jetzt bei dem bleiben oder soll ich nicht lieber nochmal um die nächste Ecke gucken? Das ist eine Grundeinstellung, die vor einigen Jahrzehnten hier natürlich nicht da war. Sie fanden, von der Norm her war erwartet, einmal suchen Sie und dann finden Sie den. Und wenn das nicht geklappt hat, gut, dann machen Sie serielle Monogamie, also Sie trennen sich wieder. Aber dass man immer schon guckte um die Ecke, ob da vielleicht auch ein anderer steht und ein besserer steht, das ist, glaube ich, das Neue dieser Generation. Und the tyranny of choice, den Begriff fand ich sehr bezeichnend. Jetzt suche ich aber gerade noch meine Taschentücher finden. Oder wollen Sie so eins? Nee, so eins, ja. Vielen Dank für den sehr gut vorbereiteten Vortrag. Ich spreche ja aus der Praxis und nicht aus der Wissenschaft. Ja. Ich verstehe, dass die Kosmopolitisierung eine Anthropophagie beschleunigt, wo wir einen sehr hochwertigen transnationale Familienidentität haben, wo das Land verliert und die Familien gewinnt, in die Räume sich für Personalität zu bauen, zu bilden. Und meine Frage an die Wissenschaft, wann das ein Reichtum sein sollte. So, am Ende des Regenbogens steht ein Kessel Gold, wo die Wissenschaft sehen, dass jede Familie jetzt eine ganz neue Identität zu der Gesellschaft beibringen kann. Wir können versuchen, in andere Worte zu sagen, aus der Erfahrung, ein Brasilianer mit der europäischen Abstammung ist ein Deutscher, mit einem Amerikaner mit der indischen Herkunft. Unsere Kinder sind Berliner, sind die ganze Welt mit ähnlicher Familienbegegnung. Mhm. Und unsere jüngste Tochter ist 3 Jahre alt und lebt in der Regenwald in Amazonas mit Indianern. Und die Vielfalt von unserer Kultur in unserem Haushalt sehen wir in Prenzlauer Berg in ganz vielen anderen Familien, wo diese Länder gar nichts mehr zu sagen hat. Jede Familie hat eine eigene Kultur. Yeah. Und hat die Wissenschaftler die Augen darauf und sieht, welche Bereicherung von unserer Gesellschaft sein kann, wenn die ganzen Werte nochmal betrachtet, berechnet, nochmal überlegt werden, die ganzen Werte, weil die deutschen Werte, die Brasilianer, die Indianer haben nichts von zu sagen. Und da entsteht ganz neue Reflexion über Dasein, über die Wissenschaft, die das erfasste und das etwas zurückgeben kann. Ja, ich würde Ihre Frage gerne kombinieren mit dem, was Sie gesagt haben. Es kommt mir gerade in den Hinterkopf. Sie sagten ja, was kann man da tun, wie kann man die Leute sozusagen ihnen neue Sicherheiten geben? Und ich würde erst mal klar machen, es ist nicht naturgesetzlich vorgesehen, dass bei gemischten Beziehungen, dass man da immer gleich sagt, wie furchtbar das alles ist. Das ist leicht in Deutschland der Fall oder auch in anderen Gesellschaften, aber nicht überall auf der Welt. Ich erinnere mich, ich fuhr mal zu einer Vortragsreise nach Argentinien und hatte im Köfferchen auch einen Vortrag über gemischte Beziehungen. Dann sind mein Mann und ich, wir am ersten Abend, als wir ankamen, eingeladen worden von einem Professorenpaar, das eben uns eingeladen hatte. Und sie luden uns jetzt zum Essen ein. Und nach 10 Minuten war mir klar, ich werde meinen Vortrag über gemischte Paare nicht halten, weil es genau dieses Problem, was ich da drin hatte, in der Form nicht gab. In Argentinien sind alle Paare gemischt. Der eine hat eine polnische Großmutter und einen italienischen
Großvater und dann noch eine deutsche Urgroßmutter dabei. Und das ist so normal wie nur sonst irgendwas. Nicht gemischte Paare gibt es nicht. Die Frage, die wir hier haben, entsteht vor dem Hintergrund der Erwartung mononationaler, monokultureller Entwicklung und Paare. Aber wo ist das denn? Ist, wo ein Land von vornherein ein Einwanderungsland ist, da kommt dieses Problem gar nicht in der Form auf. Da hat man mal konkret ein paar Missverständnisse. Aber das wird nicht immer gleich so riesig an die Wand geschrieben und essentialisiert, als gäbe es gar keine andere Wirklichkeit. Und das fand ich ganz, war für mich damals ein einleuchtendes Ergebnis, dass ich meinen eigenen Vortrag beiseite legte und einen anderen rausholte. Da habe ich was gelernt dabei. Und für mich war es ganz wichtig zu sehen, es muss nicht überall so sein, wie es hier ist. Verstehen Sie? Sie haben ja sehr interessant über die Kosmopoliten erzählt. Ich möchte nur mal wissen, haben Sie die Erfahrung auch gemacht, dass Kosmopoliten sehr religiös sind oder teilweise sehr religiös? Können Sie da mal etwas darüber erzählen? Kurz erzählen. Also üblicherweise wird der Begriff Kosmopoliten nicht verwandt für Leute, die sehr religiös sind, weil da schon eine Festlegung auf eine bestimmte Kultur eigentlich implizit drin ist. So, das wäre also relativ unwahrscheinlich. Sehr viel häufiger wurde der Begriff des Kosmopoliten verwandt auf Juden, die sich emanzipierten von ihrer Herkunftskultur und sozusagen, also 18. bis 19. Jahrhundert und zunehmend assimilierten in die deutsche Mehrheitskultur oder auch in andere Kulturen hinein, jedenfalls eben aus ihrer eigenen Herkunftskultur ein Stück weit ausbrachen. Vielleicht darf ich mir zwei Fragen erlauben. Einmal, Vielfalt bedeutet ja nun nicht in jedem Fall einen Gewinn für die Kultur. Vielfalt bedeutet nicht in jedem Fall. Nicht in jedem Fall einen Gewinn für das kulturelle Zusammenleben. Sie sagten selbst, also wir haben ja hier diesen schönen Begriff, die LAG, die Lebensabschnittsgemeinschaft. Yeah. Das ist eine moderne Form, die sich aus dem, wie wir erleben, aus der Globalisierung, aus den wechselnden Berufen, die Kinder gehen nach Amerika oder nach China, da ist so dieser Bestand der Ehe nicht mehr nötig wie früher im Allgäu oder im Rheinland, wo Weinberg zu Weinberg geheiratet wurde und die Liebe nicht so die Rolle spielte. Ja. Heute sind mehr diese inneren Werte wichtig und das sehe ich durchaus als ein schönes Zeichen der modernen Zeit, aber das hält natürlich die Ehe nicht so zusammen. In dem Zusammenhang... Ist das schon die Frage? Das ist eine Frage. Und da kann ich da gleich drauf eingehen. Gut. Wie sagten Sie, hätte ich auch schreiben müssen, jetzt mag ich eben, dass ich doch etwas... Die Lebensabschnittsgefährt. Nee, ich meinte, Sie sagten noch was anderes. Die Vielfalt. Die Vielfalt muss ja nicht in jedem Fall gut sein. Ja. Ich sage umgekehrt, keine Kultur kann gut sein, die nicht auf Vielfalt basiert. Und wenn wir die deutsche Leitkultur mal angucken, dann ist die eben auch nicht so deutsch, wie wir immer meinen, sondern die ist aus unterschiedlichen Herkünften und Elementen zusammengesetzt. Nur die haben sich schon so verselbstständigt für uns und ohne dass das Etikett Deutsch sind da gelandet, dass wir das gar nicht mehr merken, dass sie andere Herkünfte haben. Also ich mache ein konkretes Beispiel. Augenblick. Kein schöner Land in dieser Zeit als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Na, also Deutscher geht es ja wohl nicht. Kein schöner Land in dieser Zeit. So, wer hat es geschrieben? Ein Waldemar. Ich kriege den Namen nicht mehr hin. Ein Franziskus von Waldenbrück oder Waldenbröd klingt auch wieder so deutsch wie nur irgendwas. Das ist aber nicht sein, das war sein Künstlername sozusagen, sein Autorenname. Er hieß eigentlich mit dem Geburtsnamen Samagliolo oder also jedenfalls ein italienischer Name. Und sein Vater war italienischer Herkunft, seine Mutter kam aus Holland. Und er hat geschrieben, kein schöner Land als in dieser Welt. Und das können Sie bei vielen Kulturen zeigen, wie die, wenn Sie genauer hinschauen, eben nicht alle nur die eine Herkunft haben, sondern immer Kultur entsteht auch gerade im Austausch, in der wechselseitigen Anregung. So wie viele deutsche Maler nach Italien gefahren sind und auch deutsche Autoren nach Italien gefahren sind. Ich erinnere mich, dass ein Mensch, der, glaube ich, Johann Wolfgang von Goethe hieß, auch nach Italien gefahren ist, um sich dort anregen zu lassen. Ja, selbstverständlich, aber ist natürlich wichtig die Prägung. Ja, wir haben Russland, wir haben Deutschland. Die Menschen sind geprägt ursprünglich von ihrem Land, weil viele von Generationen dort lebten und in harter Arbeit mit ihrem Land verbunden waren. Daraus entwickeln sich auch die Temperamente. Ein Mensch im Erzgebirge
hat diese Eigenschaften, weil er sein Leben hart arbeiten musste und jetzt plötzlich braucht er das nicht mehr. Jetzt haben wir das Internet oder er kann seine Jungs nach China schicken. Das verändert natürlich das alles, das ist klar. Aber was kommt da jetzt raus bei den Einzelnen? Und da gibt es ja so ein bisschen auch die Tendenz, dass man gar nicht mehr ein Leben lang eine Ehe aufrechterhält, sondern aufgrund dieser neuen Möglichkeiten eben gar nicht mehr diese längere Lebensgemeinschaft innehat, dass das gar nicht mehr zur Kultur gehört, sondern dass die neue Kultur eben diese Lebensabschnittsgemeinschaft wird. Sie haben jetzt gerade aber... Ich habe noch eine. Ja, klar. Ich will nur gleich wieder drauf eingehen, damit ich habe heute einen sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Es hat auch was mit Gesundheit und Krankheit zu tun. Sie haben gerade ein gefährliches Wort benutzt, ursprünglich. Ursprünglich, wenn man genau, das ist das immer ja, mit dem... traditionell, wie auch. Ja, ja, aber damit werden natürlich Kulturen immer sich schmücken, dass wir ursprünglich das schon hatten. Und wenn Sie hinschauen, ist dieses Ursprüngliche häufig eine Erfindung, die in der Vergangenheit gemacht wurde, über eine weiter zurückliegende Vergangenheit und oft auch gar nicht so weit zurückliegende. Also der ursprüngliche Schottenrock mit den ursprünglichen Schottenmustern wurde erfunden von einem britischen Industriellen, der mit diesen Mustern und Schottenröcken dann ein großes Geschäft machte. Aber das hat sich dann verselbstständigt und wurde dann zu ursprünglichen Schottenröcken, die schon immer zu unserer Tradition, unserer Herkunft, unserer Geschichte gehörten. Ja, verabsolutiert. Ursprünglich oder traditionell, ist ja egal. Und dann noch eine zweite Frage. Ja. Diese Beziehung zwischen den verschiedenen Nationalitäten, da gibt es so im Volk solche Empfindungen solche Erfahrungen, dass das natürlich auch vom Geschlecht abhängt. Ja? Sie haben bisher immer das so geschlechtsneutral behandelt. Man sagt ja, zum Beispiel, dass ein deutscher Mann sich mit einer japanischen Frau gut versteht, während eine japanische Frau mit einem deutschen Mann weniger gut. Was sagen Sie zu diesen Erfahrungen? Ja, okay, das ist richtig. Das habe ich auch draußen gelassen. Da kann man auch typische Verbindungen feststellen, von denen manche typischerweise leichter gehen und andere nicht leichter. Sie sagten jetzt den Augenblick, welches sagten Sie? Das deutsch-japanische Paar ist nämlich ein gutes Beispiel. Was hatten Sie gerade gesagt für ein... Ja, das deutsch-japanische Paar. Ja. Japanisch ist. Ja, das kann man aber soziologisch ziemlich leicht erklären, weil die Rollenerwartungen, ich sag's mal sehr platt, an eine japanische Frau sehr eng sind. Und wenn die einen deutschen Mann heiratet, erlebt sie eine Erweiterung ihrer Spielräume, ihrer Handlungsmöglichkeiten. Eine deutsche Frau dagegen, die einen Japaner heiratet, muss sich sehr viel stärker in eine japanische Familienkultur, Familienerwartungen, auch Berufserwartungen, die sehr viel stärker noch geschlechtsspezifisch sind, einordnen, wovon sie sich eigentlich schon lange wegbewegt hat, durch ihre Kindheit, durch ihre Jugend, durch ihre Erziehung. Das stimmt ja. Ja. Da haben Sie recht, das habe ich jetzt vereinfachend. Es gibt wahrscheinlich noch sehr viele andere Bereiche, die ich auch vereinfachend rausgelassen habe, um sie nicht bis Winternacht hier zu halten, aber ich finde, das ist eine gute Ergänzung. Gerade das deutsch-japanische Paar kann man das sehr schön aufzeigen. Bitte. Hier war noch eine Frage, bitteschön. Ja, ich fand es auch sehr schade, dass Sie also von der Ankündigung abgewichen sind von diesem Patchwork-Thema und das als ausgelutscht empfinden, weil ich das Gefühl habe, dass binationale Paare immer noch gar nicht so viele Ressentiments wecken, wie zum Beispiel tatsächlich mehrfach geschiedene Eltern oder homosexuelle Familien oder sowas. Also dass das vom eigenen Leben und Erfahren her immer noch eine ganz große Relevanz hat und das, was Sie vielleicht in der Wissenschaft schon herausgefunden oder abgelutscht haben, in der Gesellschaft noch gar nicht angekommen ist, wohingegen ich den Eindruck habe, dass binationale Paare tatsächlich gar nicht so sehr mit tatsächlichen Einschränkungen oder Vorurteilen zu kämpfen haben. Darauf Bezug nehmend wundere ich mich auch, dass Sie binationale Paare als Patchwork bezeichnen und auch nur, also in Ihrem Vortrag ja, auf verheiratete Paare eingegangen sind, also was auch die Statistiken angeht. Ja. Also ist für Sie auch noch der Familienbegriff tradiert nur das, was verheiratet ist? Also da kann ich ganz klar antworten, nein. Definitiv nein. Ich habe das jetzt, auch das habe ich abgekürzt und vereinfachend gemacht. Aber Sie können praktisch alles, was ich gesagt habe, ist abgesehen von den Statistiken, das ist ein anderes Thema, da kann ich auch noch drauf eingehen. Aber alles andere über diese Patchwork, die kulturellen Patchwork-Entwicklungen, das können Sie
auf alle Paare anwenden, die da in Frage kommen, egal ob sie nun verheiratet oder nicht verheiratet sind. Das ist völlig wurscht. Der Ehering spielt ja keine Rolle. Außer, ja, nee, es geht definitiv nicht um eine Frage, ob das nun Ehepaare oder Paare sind. Und es würde auch gelten, ziemlich sicher, über homosexuelle Paare, also lesbische oder schwule Paare, auch das würde, die haben auch genug mit anderen Vorurteilen zu kämpfen, aber dann käme noch das Bikulturelle dazu. Also das will ich mal ganz klarstellen, es geht nicht um die Familie, die besteht aus Ehering plus Ehering, findet sich. Trotzdem, da würde ich gerne, also den Gedanken hatte ich auch, ja. Als Sie meinen, das ist abgelutscht. Abgelutscht war natürlich, ich nehme ich natürlich zurück, das ist ein sehr unwissenschaftlicher, schrecklicher Begriff. Ich könnte ihn natürlich more sophisticated nennen, ist vielfach erforscht und vielfach diskutiert. Aber würden Sie zustimmen, dass das sozusagen in der gesellschaftlichen Debatte eigentlich die Fragen, die sich diese Patchwork-Fragen, die Sie gerade angesprochen hat, dass wir da tatsächlich eigentlich immer noch ziemlich am Anfang stehen, ja, einen Umgang damit zu finden? Also wir sind sicherlich, ich denke ja, wir sind am Anfang der Diskussion um die Patchwork-Familien in dem kulturellen Sinn, wie ich gerade gesprochen habe. Und dafür auch noch ein Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren... Nein, ich meinte jetzt aber wirklich diese Aspekte, von denen Sie meinen, die seien jetzt wissenschaftlich eher schon sehr durchdrungen. Haben Sie ein Gefühl, also zum Beispiel, dass... Also über Scheidungsfamilien können Sie unendlich Literatur finden. Ja, ja, es geht ja jetzt gar nicht um die Literatur, sondern um die gesellschaftliche Praxis. Haben Sie das Gefühl, dass die Gesellschaft bis hin zu der Frage jetzt gleichgeschlechtliche Beziehungen mit Kindern, Regenbogen und Familien und so weiter, haben Sie das Gefühl, dass in diesem Bereich, der jetzt nicht der ist, den Sie heute angesprochen haben, dass die Gesellschaft da eigentlich schon so eine Selbstverständlichkeit gefunden hat oder so einen Umgang, einen konsensualen Umgang, oder würden Sie eher beipflichten, dass wir da eigentlich immer noch ziemlich am Anfang stehen, gemeinsamen gesellschaftlichen Umgang zu finden? Ah, jetzt verstehe ich. Ja. So gesehen ist die Frage, da habe ich eine andere Antwort. Es gibt sehr viel Diskussion dazu, aber es gibt keineswegs Einigkeit. Die sind ja nicht als selbstverständlich alle akzeptiert, die Patchwork-Familien in dem Scheidungs- und Trennungssinne oder die Homosexuellen. Über die wird genug geredet, aber das heißt ja immer noch, dass Vorurteile noch und nöcher bestehen. Und Einschränkungen, ja. Ja. Glauben Sie nicht nur an die Wissenschaft, kann ich nur sagen. Ja. Glauben Sie in die Kraft politischer Parteien und politischer Stiftungen, siehe Wöll-Stiftung. Naja. Gut. Es gab aber noch eine Frage, bitteschön. Also hier ist, Entschuldigung. Genau, ich wollte auch noch mal ganz gerne, kurz eine Lanze brechen für das Thema, dass Patchwork oder neue Familienformen oder Familienvielfalt, dass man überhaupt die Vielfalt der Familien anerkennt und das auch in gerechten Modellen, da noch mal eine Lanze brechen, weil ich glaube, das Thema ist wirklich noch nicht durch. Und ich kann das aus eigener Erfahrung nur sagen, dass zum Beispiel für Alleinerziehende in Deutschland, da hat die Bertelsmann Stiftung vor 2 Jahren eine Studie rausgebracht und es kam raus, dass Alleinerziehende systematisch gesetzlich in Deutschland benachteiligt werden. Durch mehrere Gesetze, durch mehrere Einschränkungen und so. Und das muss man schon hinterfragen, warum denn das so ist. Ja? Und das sind kleine Gesetzesänderungen, die nicht schwer sind und die systematisch unterbunden werden. Also da kann man schon mal gucken, für wen wird denn hier eine Lanze gebrochen? Und nochmal, weil hier so die Lanze für die Ehe gebrochen wird. Die Ehe ist eine Erfindung der katholischen Kirche. Konzil in Triest, 16. Jahrhundert, das wird als Sakrileg plötzlich festgelegt. Vorher gab es das nicht. Könige, Adelshäuser, Aristokratien haben geheiratet und sonst gab es keine Ehe. Es gab Verbindungen, aber keine rechtliche Ehe. Ganz im Gegenteil, es gab Gesetze und Regelungen, dass Eltern, egal ob sie nun irgendwie verbunden waren oder nicht, Unterhaltszahlungen für die gemeinsamen Kinder zu leisten hatten. Also auch im Römischen Reich gab es die Ehe, wie wir sie heute haben, nicht. So, also dass wir jetzt immer,
davon ausgehen, das wäre jetzt das überhaupt zu erreichende Ideal, oder das ist einfach, wenn man einen sehr kleinen Fokus hat und jetzt die letzten oder sag ich mal die Entstehung der Neuzeitgeschichte als Status nimmt, ja, das hat überhaupt nichts mit der gesamten Menschheitsgeschichte zu tun. Und wenn man sich weltweit anguckt, wie ganz, ganz viele Menschen leben, also die Moslems zum Beispiel haben ja die Möglichkeit, dass zumindest für die Männer mehrere Ehen geschlossen werden können. Auch in Afrika ist das ein Usus, auch für die Frauen mehrere Partner zu haben und so weiter. Also da gucken wir dann immer sehr klein auf unseren Horizont oder auf unseren kleinen Kulturkreis und so weiter und sehen gar nicht, was menschenmöglich eigentlich überall praktiziert wird und das auch im staatlichen oder angemessenen Rahmen. So, also das ist nochmal so, nochmal dazu, was man immer festhält an so diesen für einen selber so erscheinenden Idealen, ja? Also, und es zu hinterfragen, woher es kommt, auch Allgäu-Hamburg, das ist noch eine Geschichte, die kommt aus dem 30-jährigen Krieg, weil die Katholiken und die Protestanten sich, ja wirklich, also das muss man muss ja immer die Gründe verfahren, warum ist denn das so, ne? Und so, und dann wird das über die Generation gar nicht mehr hinterfragt, sondern irgendwie weitergetragen und so, ist absurd, wenn man sich das vorstellt, das war vor 300, 400 Jahren, haben die Leute sich die Köpfe eingehauen, aber was hat das mit uns heute zu tun, ja? Also so, da kann man immer viel machen. Aber meine Frage nochmal jetzt zu Ihrem jetzigen Vortrag. Yeah. Ich frage mich immer, und das fand ich auch interessant an Ihrer Frage, das gab es ja immer schon, dass es Zeiten gab, wo die Leute sich sehr ausgetauscht haben, Völkerwanderung in Europa, Kolonialzeit, da gab es viele binationale Ehen und Partnerschaften. Und das war dann auch gängig, also da war gar nicht das Problem da, ja. Inwiefern die Wirtschaft, also wirtschaftliche Bewegungen oder so weiter, solche Sachen eigentlich Offenheit fördern und auf der anderen Seite, was so Momente sind, wo es dann wieder in die andere Richtung geht, ja? Wo man wieder sagt, das ist ein Problem, was ja immer nur gemacht ist und nicht wirklich eins ist. Ja, also erstmal, was Sie sagten in Ihrer Einleitung, Lanze brechen, für bestimmte Familienformen. Ich wollte hier... Gut, also das wollte ich... Oh Gott, ja. Das wollte ich nicht klarstellen. Wollte ich nicht machen. Und vielleicht, wenn ich das kombinieren kann, Ihre zwei Aussagen. Ich würde nie von... Also im Deutschen spricht man immer noch von der Familie. Auf Englisch heißt es Gott sei Dank inzwischen Families. Um die verschiedenen Formen von Familie. Und zu bezeichnen und nicht nur eine... die traditionelle Mann-Frau mit biologisch eigenen Kindern und so, immer nur die als die Familie zu bezeichnen. Im Angelsächsischen ist das schon sehr viel selbstverständlicher. Jetzt wird meine Stimme langsam etwas brüchig. Nicht nur kulturelle Traditionen werden brüchig, auch Stimmen werden irgendwann mal brüchig. Jetzt habe ich die Frage. War noch eine Frage? Ich glaube, es gab noch eine Frage. Meine Frage war, inwiefern hängt eine Wirtschaftssituation oder eine Bewegung, die Augenblick. Also ob die deutsch-polnischen Ehen immer anerkannt wurden, das würde ich noch bezweifeln. Aber Sie haben recht, wirtschaftliche Hintergründe solcher Beziehungen, solcher Paare sind ganz wichtig. Nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel nahmen zu die Paarverbindungen zwischen deutscher Frau und US-amerikanischem Mann. Na klar, hier waren Soldaten stationiert und die boten Frauen eine Möglichkeit, aus dieser Misere, aus diesem zerbombten, armen Deutschland rauszukommen, und das hat zugenommen, massiv. Inzwischen gibt es diese deutsch-amerikanischen Paare mit dem Schwergewicht auf der Verbindung zwischen deutscher Frau und amerikanischem Mann in der Form nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass es im kolonialen Zeitraum
sehr viele solcher Ehen gab. Was es gegeben hat, war, und das ist was anderes, sehr viele Verbindungen über, ja, Verbindung ist schon die Frage, ja, Mischungen über schwarz-weiße Hautfarben hinweg, also Herkünfte hinweg. Aber das war in den USA typischerweise der weiße Sklavenhalter, der sich mal kurz die schwarze Sklavin nahm und dann wurde sie halt schwanger und dann kriegte sie halt ein Kind. Und so entstanden dann viele solcher Verbindungen, aber das waren nicht Ehen. In meisten... Ja. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja. Ja, das wollte ich. Oh, Indien kommt, da kommen wir aber noch in eine andere Herkunftslinie, Kasten. Und das ist bis heute eine Katastrophe, wenn Beziehungen aus verschiedenen Kasten entstehen. Da können Familientragödien entstehen. Also das ist nicht gerade ein gutes Beispiel für die Vermischung von unterschiedlichen Herkünften. Gibt es noch eine Frage? Bitteschön. Also eigentlich ist es tatsächlich keine richtige Frage, sondern eher irgendetwas, was mich immer bewegt an dieser ganzen Patchwork-Geschichte. Und das sind, das hatten Sie am Anfang so ein bisschen gesagt, dieser Kern der Familie, was ist das eigentlich? Ja. Und das ist natürlich, wenn man geschieden ist und in eine neue Partnerschaft geht und viele Kinder mitkommen, ja, eine große Frage. Und das ist eben auch eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, und zwar, was sich immer verändern müsste, denke ich, ist auch ein bisschen die gesetzliche Ebene. Was ist denn eigentlich noch Mutter und Vater? Ja. Und das... ist eigentlich meine Frage so ein bisschen hinter, wie stellen Sie sich das vor? Oder das hätte ich gerne noch gehört. Augenblick, ich muss erstmal mit dem Taschentuch greifen. Gerne. Oh Gott. Kann ich helfen? Ich krieg's schon hin. Ja, was ich verändern muss, könnte... ist, früher war ja, so lange ist es noch gar nicht her, im Fall einer Scheidung selbstverständlich, das Kind kommt zur Mutter. Damit waren die Männer benachteiligt, eindeutig, würde ich sagen. Auch im Falle der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, wenn da ein Kind entstand, hatte auch die Frau fast alle Rechte und die Männer ganz wenig Rechte. Ich habe immer nur allen Männern geraten, sie sollten heiraten, damit sie auch an ihrem Kind eine Zugangsform hatten. Jetzt ist aber das Pendel ein bisschen in eine andere Richtung ausgeschlagen. Und zunehmend wird ja erwartet, dass gemeinsame elterliche Sorge im Fall der Scheidung. Das finde ich ein tolles Wort und wenn es klappt, ist es wunderbar. Aber es klappt eben nicht immer und es ist auch häufig eine Überforderung der Paare, denn viele dieser Paare haben ja vorher schon gestritten. Und warum sollten sie plötzlich nach der Scheidung so einig sein und dauernd in großer Liebe vereint sein? Also es könnte leicht auch auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. Die Kinder, die dann so hin und her geschoben werden, zwischen den eine Woche Papa, eine Woche Mama. Und was hat denn der Papa wieder gesagt? Hat er eine neue? Und die Mama hat die eine neue? Und da werden die Kinder ausgehorcht und hin und her auf dem Schlachtfeld hin und her getrieben. Also das ist, da muss auch noch mal viel nachgedacht werden und gesucht werden in der politischen Praxis, was davon von solchen Ideen, die Ideen sind gut, aber was davon wirklich praktisch machbar ist. Und da habe ich von einigen Familienrichtern gehört und Familienanwälten, dass da eben manchmal oder nicht selten auch eine Überforderung der Familie, der geschiedenen Partner und damit auch der Kinder stattfindet. Das sind so wichtige Fragen, die ich denke, da müssen wir in Zukunft weiter dran gehen. Gut, meine Damen und Herren, es ist gut, dass Sie schon klatschen. Ich wollte mich nämlich auch noch mal bedanken, Frau Beck-Gernsheim, dass Sie bei uns waren. Für diejenigen, die sich fragen, wann wir uns wiedersehen. Es ist so, dass die nächste Veranstaltung
in der Reihe am 16. Januar stattfindet. Und zwar spricht dann Volker Weiß zu dem Schlagwort Querfront und da geht es um die neue Allianz der Populisten. Interessiert Sie sicher auch. Wenn Sie jetzt noch sich ein bisschen unterhalten wollen oder weiter austauschen wollen, es gibt unten noch ein Getränk und ich glaube sogar eine schwäbische Brezel. Oh, die schwäbischen Brezeln, da will ich jetzt auf Kulturen wieder zurückgreifen. Die schwäbischen Brezeln sind weitaus besser als die bayerischen Brezeln. Ja, eindeutig. Haben Sie einen schönen Abend und danke, dass Sie da waren. Ja.